Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Darksiders Genesis. Endlich haben wir es geschafft, Morlochs Blutmantel zu zerstören. Und wir haben Kapitel 15, Kriegsmaschine, auf 100% gebracht. Hätte ich jetzt so selber von mir nicht erwartet, aber wir haben es geschafft. Und jetzt sprechen wir mit ihnen an und dann hoffe ich, dass jetzt ein Bossfight kommt oder so. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Let's go. Moloch steht nicht mehr unter dem Schutz von Luzifers Blutmantel. Er gehört uns. Ausgezeichnet, Reiter. Sein Kriegslager ist zerstört. Seine Magie eliminiert. Nun habt ihr eine gute Chance, ihn zu besiegen. Die wir auch nutzen werden. Moloch ist erledigt. Ebenso wie die anderen. Ich komme mit. Er ist sicherlich schwer bewacht. Und außerdem will ich sein entstelltes Gesicht sehen, wenn er seinen letzten Atemzug tut. Seit unserer ersten Begegnung mit Moloch sehne ich mich nach diesem Moment. Dann sind wir bereit. Wir sehen uns dort. Oh, interessant. Also Samuel möchte mitkämpfen oder so, oder zuschauen, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Warte mal, wie viele Seen oder Dingens haben wir jetzt denn abgeschlossen? Ah, hier, Quest. Ja, das hatten wir. Okay. Wie viele Seen haben wir denn jetzt? Nur 4, 9. Viel zu wenig, ne? Okay. Ja, Dingens brauche ich gar nicht hingehen. Weil 50.000 Seen haben wir noch nicht. Gut. Kapitel 16. Moloch. Okay, 540, wir sind weit drüber. Ist gut. Es ist ein Boss halt. Okay. Die Reiter müssen sich Moloch stellen und erfahren, was er mit Luzifers Plan zu schaffen hat. Legen wir los. Oh yeah. Sieht schon mal sehr nicey-dicey aus. Halte durch, Bruder! Wirst du es je leid, in einer Tour Horden von Dämonen zu erschlagen? Nein. Ja, ich auch nicht. Was ist das? Eins muss man Samael lassen. Er weiß echt, wie er sich in Szene setzt. Meine Herren, nach euch. Reiter, Samael, ihr habt mir die Suche nach euch erspart. Wenn ihr nicht so lästig wärt, wäre ich fast schon beeindruckt. Moloch, ohne deinen Blutmantel kannst du dich nicht länger hinter Luzifers dunkler Magie verstecken. Sag uns jetzt die Wahrheit über seinen Plan, dann wirst du bluten. Tapfer gesprochen. Ich werde euch vor den Augen meiner Armee das Maul stopfen. Dann werden alle Molochs Überlegenheit anerkennen. Das ist euer Kampfreiter. Ich genieße einfach das Spektakel. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Es wird keine Gnade geben. Kommt, Reiter. Zu gern metzle ich euch nieder. Okay. Ihr mögt niedere Dämonen besiegt haben, doch ich bin ein anderes Kaliber. Eure Niederlage ist unvermeidbar. Wir sollten mal einen anderen Schuss nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Sichtbar.
Da. Sterbt durch meine Hand. Los, macht weiter. Ah. Uiuiui. Halt nicht auf seine Tricks herein. Okay, das kann man zerstören, sehr schön. Ach, was mach ich denn da? Oh Gott! Oh nö! Stellt euch mir! Er ist euch unterlegen. Zu langsam. Entfesselt. Verdammte Dinger! Ich lass mich nicht nochmal überrumpeln! Oh mein Gott. Wollt ihr das den ganzen Tag lang tun? Mir reicht keiner das Wasser. Zittert vor eurem Meister. Ja, ja. Okay. Dachtet ihr, ihr hättet gesiegt? Wollt ihr das den ganzen Tag lang tun? Los, macht weiter! Machen wir weiter? Ich mähe euch wieder. Oh mein Gott! Mein Zorn ist entfesselt. Ich lass mich nicht nochmal überrumpeln! Verdammte Dinger! Alter, der hat uns auseinandergenommen! Das gibt's nicht! Revanche, Revanche! Halte durch, Bruder! Wirst du es hier... Ihr mögt niedere Dämonen besiegt haben, doch ich bin ein anderes Kaliber. Aufstehen! Er ist euch unterlegen!
halt nicht auf seine Tricks herein. Was hänge ich denn da? Machen wir weiter? Unterlegen. Wie auch will er es noch sagen? Stellt euch mir! Ich menge euch nieder. Weiter! Mein Zorn ist entfesselt. Dachtet ihr, ihr hättet gesiegt? Wollt ihr das den ganzen Tag lang tun? Er zittert vor eurem Meister. Zu langsam. Ich bin unbesiegbar. Eure Niederlage ist unvermeidbar. Ja. Halt nicht auf seine Tricks herein. Nein. Mein Zorn ist entfesselt. Aber ich kann nicht heilen. Mir reicht keiner das Wasser. Ich mähe euch nieder. Ein schneller Tod. Stellt euch mir. Los, macht weiter. Macht doch hier. Er zittert vor eurem Meister. Scheiße. Er zittert vor eurem Meister. Mein Zorn ist entfesselt. Dachtet ihr, ihr hättet gesiegt? Mir reicht keiner das Wasser. Ja, bumm. Unmöglich. Man versprach mir den Sieg. Ha! Eine schwache Klinge für einen schwachen Gegner. Okay, Samuel, willst du ihn nicht töten? Na gut, dann machen wir das. Na los, Reiter. Schlagt ihm den elenden Kopf ab. Ihr habt ihm geradewegs in die Hände gespielt, Reiter. Ich bin Dämonen und ihre Drohungen leid. Drohungen sind nicht länger nötig. Lucifers Plan ist vollbracht. Vollbracht? Wie? Ihr solltet aufpassen, mit wem ihr verkehrt. Nicht wahr, Samael?
Hast du ihnen von dem Unheimlich erzählt? Er kann einfach nicht still sein. Ja, wer weiß, was er als nächstes gesagt hätte. Ich glaube, du, Samael. Was ist der Animus? Was verbirgst du? Ich schulde euch wohl die Wahrheit. Doch nicht hier. Schnell durch das Portal. Das war Moloch. Und was haben wir dafür bekommen? Maximale Gesundheit, Angriff und Zornkraft und 2,5% erhöht. Nice. Okay. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nö, das war nur eine Kampfarena. Okay. Gut, dann können wir hier rausgehen. Das war Kapitel 16. Die Reiter haben Moloch besiegt. So, Samuel, du bist uns noch eine Erklärung schuldig. Was ist dieser Animus? Samael, du hast uns die ganze Zeit über angelogen. Unsinn. Ich habe nur unbequeme Wahrheiten ausgelassen. Aber jetzt sage ich euch alles, was ich weiß. Eine kleine Wiedergutmachung in Anbetracht eurer Dienste. Na, fass dich lieber kurz. Nachdem die Nephilim vernichtet waren, kam Lilith zu mir. Lilith, war klar, dass sie ihre Finger im Spiel hat. Sie war krank vor Trauer und ersuchte mich um Hilfe, um sich am Rat zu rächen. An euch Reitern für eure Beihilfe und vor allem an den Menschen, die aus Eden geflohen waren und die in Liliths Augen zu großer Gunst erfuhren. Und du hast nachgegeben. Ich habe sie abgewiesen. Schließlich achte ich das Gleichgewicht. Und ich ziehe es vor, dass der Rat sich nicht mit mir befasst. Eine Lektion, die meine Rivalen mit erfreulicher Endgültigkeit gelernt haben. Alle bis auf einen. Lucifer. Ja, er erwartete Lilith mit boshaften Plänen, die ihren eigenen in nichts nachstanden. Gemeinsam schufen sie den Animus, um die Menschheit zu verderben. Der Animus ist ein dunkler, verlockender, einflussvoller Tücke und Gier. Um ihn zu schüren, schloss Lucifer einen Pakt mit den Meistern und gab ihnen Macht zu einem hohen Preis. Die Narren gingen darauf ein und glaubten, sie würden unbezwingbar. Mir machte er auch dieses Angebot. Könnt ihr euch das vorstellen? Was war der Preis, Samael? Ihre Seelen. Fällig bei ihrem Tod. Die ganze Zeit über haben wir Lucifer geholfen. Und du wusstest es. Samael, was hast du getan? Meine Hände sind sauber, Reiter. Ihr habt auf Befehl des Rats gehandelt, nicht auf meinen. Ich habe euch nur auf den Weg gebracht. Könnt ihr es mir verdenken, wenn ich dabei den Tod meiner Rivalen einfädele? Das wirst du büßen. Irgendwann vielleicht. Ich habe euch Lucifer versprochen und schicke euch zu ihm, wenn ihr wollt. Doch eines müsst ihr wissen. Moloch sagte die Wahrheit. Vielleicht das erste Mal in seinem elenden Leben. Lucifers Werk ist vollbracht. Er hat die neue Heimat der Menschen gefunden.
die Erde. Mit dem Animus hat er sie verdorben. Sie haben sich verändert. Schick uns zur Erde. Auf Wiedersehen, Reiter. Es war mir ein Vergnügen. Okay. So wie das aussieht, wird unsere nächste Mission die Erde sein. Interessant. Aber gut, hier wird auch der Part enden und in der nächsten Folge sehen wir uns auf der Erde. Bis dann. Tschüss.